Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Grandia. Wir erforschen jetzt die Domruinen. Ich hoffe, wir sind geheilt. Mal gucken, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da hinkomme. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach wieder aus dem Gebiet rauslaufen und dann wird es einfach aufploppen, oder? Ich glaube, hier oben war das... Ja, genau. Hier kann man rauslaufen. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Und zwar... Das müsste es doch sein, oder? Da unten sehe ich schon Ruinen. Rangleberge. Okay, da müssen wir lang. Alles klar, ich glaube... Ja genau, ich erinnere mich wieder, wie das hier war. Hier war in der Nähe irgendwo ein Speicherpunkt. Und da habe ich Gegner bekämpft und bin dann immer wieder zurückgelaufen, habe mich wieder geheilt und habe Punkte gefarmt. Das war ganz cool. Boah, so viele. An die erinnere ich mich auch noch. Die waren ganz schön beschissen. Denn die können einen betäuben und die können sogar... Die haben mich mal, also die ganze Truppe von mir betäubt. Und da konnte ich nichts mehr machen. Ich konnte keinen Schlag mehr ausüben, nichts. Das war richtig fies. Und deswegen müssen wir hier aufpassen, dass wir möglichst nicht von denen in einem Schlaf oder gestunt werden. Das wäre extrem schlecht, denn die können uns dann einfach so oft wie möglich angreifen und dann sind wir einfach tot. So. Genau, so war das. Hä, Messerwurf? Warum geht der nicht mehr? Wir haben noch gar nicht mit ihr angegriffen. Habe ich das Messer nicht mehr ausgerüstet? Okay, wir haben aber noch die Feuersäule. Ich mache jetzt einfach mal die Feuersäule. Ich weiß, wir sollten eigentlich die Punkte sparen für etwas stärkere Gegner, aber... Naja. Ich will mal gucken, wie viel Schaden das dann macht. Oh, ich liebe es. So eine geile Attacke. Fina ist a badass. Wenigstens kriegen wir jetzt mal mehr Erfahrungspunkte. Es wurde aber auch mal Zeit. Ne? Yay! Super. Hinter uns sind gleich noch zwei. Das wäre ehrlich gesagt sehr praktisch, wenn wir die alle one-hitten würden. Es sei denn, Su greift als erstes an. ich würde mal sagen, wir greifen mal mit einem ganz normalen Angriff an. So. Und Justin, den lasse ich jetzt wie ein Blödmann immer nur Brenne einsetzen, damit er auch die Feuersäule kriegt. Warum? Feuersäule ist geil. Ich hoffe, wir erreichen in dieser Folge noch die Domruinen, weil ich will mich jetzt nicht hier noch ewig... Ach, weißt du was? Die können wir, glaube ich, so besiegen. Ja, die schaffen auch so. Einer ist ja eh schon mal weg. Ja, die halten mehr aus, als ich dachte. Darfst angreifen, Justin. Am besten nehmen wir den hier. Boah, Justin ist ja noch viel schwächer als Fina. Das geht ja gar nicht, ey. Ich nehme mal den hier. Ich glaube, den müsste Su wegkriegen. Und dann den hier. Den müsste Fina wegkriegen. Und dann bleibt nur noch der da. Als letzte. Gut, ich setze einfach Brennen ein, weil diese Schwertschläge bei denen nicht viel nützen. Leider. Ich bin ja immer eisern der Schwertfan. Versteht ihr? Es ist aus Eisen. Der war nicht lustig. Auf jeden Fall nehme ich in jedem Spiel eigentlich immer den Krieger mit Schild und Schwert. Das finde ich immer am besten. Zum Beispiel mein Kumpel, der ist ganz anders, der nimmt immer den Magier. Und dann habe ich nochmal einen Kumpel, der nimmt immer den Berserker sozusagen, den Zweihänder. Das ist ganz lustig. Die Mischung macht's. Aber ich glaube, dass ein Großteil von euch auch immer nur den Schwertkämpfer nimmt, oder? Weil Schwerter einfach cool sind. Hey, Geld gefunden. Einfach so in der Wildnis. Ja, das ist manchmal echt doof, dass man nur so eine Draufsicht hat. Hier die Mega-Draufsicht. Mann, sehe ich jetzt viel. Aber wir wissen jetzt wenigstens, dass wir nach oben sollen. Da gehen wir natürlich nicht hin. Wir wollen natürlich erstmal... Oh nein, die Vögel.
Die waren, glaube ich, schlimm. Ich glaube, die waren richtig hartnäckig. Seltsamer Vogel. Mann. Okay, lass uns ein paar Spielecharaktere machen. Wie nennen wir das da? Seltsamer Vogel. Boah, die haben 127. Ich greife einfach mal normal an. Da die 127 haben... Fuck! Ich kann die Feuersäule nicht einsetzen, aber wir können Brenner einsetzen. Ja, das mache ich gerade mal auf den hier. Justin setzt auch Brenner ein. Burn. Burn, Motherfucker. Burn. Hey, ich treffe sogar beide. Yee! Boah, die sind ganz schön tough, die Gegner. Und zwar, ich glaube, es war so, dass diese Insekten mich gestunt haben. Also die haben mich in eine Art Schlaf versetzt oder so. Oder einfach gelähmt in meinen Spielecharakter Justin und Sue und Fina. Und diese Vögel haben fiese Angriffe drauf gehabt und dann haben sie mich getötet. Innerhalb von ein paar Zügen, hey. Das war nicht so schön, da muss ich jetzt aufpassen. Naja. Aber es wird natürlich besser, denn wir steigen immer weiter auf. Da sind noch ein paar Vögel. Und noch mehr Geld. Ich überlege gerade, hätten wir in der letzten Stadt eigentlich noch ein Mana-Ei benutzen können? Das wäre gar nicht mal so schlecht gewesen, oder? So, hier kann ich aber jetzt den... Oh, verdammt! Warum lädt sich das nicht auf? Ja, ich muss Brenner einsetzen, sonst wird das hier nix. Sonst wurde ab nix. Verrecke, du seltsamer Vogel! Ich lasse jetzt Sue einfach mal Rara einsetzen. Damit die auch da mal wieder Erfahrungspunkte aufsteigen kann. Ja, ich mache einfach auch V-Slash hätten wir noch im Angebot. Das mache ich jetzt mal bei dem hier. Mal sehen, wie viel der V-Slash bringt. Leider keine Erfahrungspunkte dazu gekriegt. Aber jetzt gucken wir mal, was der bringt. Yeah, wir sind eine Stufe an dieser Waffe hoch. Wir brauchen mehr Verteidigung. Boah, der hat uns gerade böse erwischt. So, den wird Justin angreifen, den da oben. Oder Fina. Ja. Ich dachte, die Wunde hätte den jetzt. Ach egal, greif du auch mit dem Schwert an. Hat geklappt. Ich sag ja, Schwerter sind cool. Besser als Peitschen. Eine Frau mit einer Peitsche, was die wohl alles anrichten kann. Geld. Geheimnisse? Hä, was ist das denn? Ich hätte nicht in beide Rennreihen... nicht beide reinlaufen sollen. Ja, das war dumm. Und ich habe Rara verbraucht, also das Anfeuern von Sue. Das heißt, wir sind jetzt gepickt. Ich werde Brenner einmal einsetzen. Ich denke mal, dass es am effektivsten gegen den hier angebracht ist. Gucken, wie viele ich treffe. Boah, so viele. Gleich drei Schlangen auf einmal. So, was macht Sue? Ja, was macht Sue eigentlich? Anfeuern können wir nicht mehr. So blöd, warum habe ich das schon eingesetzt? Ich will unbedingt aufsteigen. Genau. Sue könnte... den hier angreifen und danach den oberen. Vielleicht bringt's ja was. Oh... das ist ein bisschen doof an Grandia, dass ich den Angriff nicht abwarten kann.
Beim Chrono Trigger war das ja so, dass der Angriff dann einfach abgefeuert wurde und die Leiste hat sich dann weiter aufgefüllt. Aber hier wird es immer gleich pausiert. Das ist manchmal ein bisschen nicht so vorteilhaft, wenn man ein Kampfsystem verinnerlicht hat, so wie ich. Aber ich denke mal, ich kann den hier angreifen. Das mache ich jetzt mal mit normalen Schlägen, das wird besser sein. Hey! Das war sogar sehr gut. Ja, die sind zu weit auseinander. Die werde ich nicht beide mit dem Brenner erwischen. Ja, das war gut. Noch ein Treffer. Ja gut. Su, du brauchst jetzt auch nicht mehr angreifen. Hä, warum ist jetzt hier einmal um Justin herumgelaufen? Sie wollte doch gerade angreifen, oder nicht? War Su jetzt schneller? Ich habe das jetzt gar nicht gesehen. Hey, wir haben einmal Gegengift erhalten. Justin steigt auch gleich auf. Das ist sehr gut. Okay. Der Kompass zeigt immer noch nach oben. Das heißt, ich werde das Gebiet noch ein bisschen erkunden. Kann man hier hochlaufen? Ja. Aber hier gibt es, glaube ich, nicht mehr vieles. Sollen wir gegen die kämpfen? Ich will dieses Ding da haben. Ach komm, kämpfen wir gegen die. Einer nach dem anderen. Dann ist es leichter. Ich glaube, man kriegt durch normale Angriffe auch immer wieder Spezialpunkte. Aber wenn ich nur mal so einen Trank hätte, mit dem ich meine Spezialpunkte auffüllen könnte, das wäre echt geil. So. Ihr frisst das. Ah. Steht ihr so nah beieinander. Das ist aber nicht so gut für euch. Was? Die sind so nah beieinander und ich treffe nicht alle drei? Was ist das denn? Nö, scheiß drauf. Ja, fickt euch. Komm, die stehen so nah beieinander, also das kann ich jetzt nicht glauben. Oh, Flame Burnham. Das gibt's doch nicht. Was ist mit dem los? Eine Schlange. So ein dubler Wichser. Ach, der hat volle... Jetzt brauchst du manchmal so einen Puffy-Wurf, oder? Ich will Rara wieder aufladen. Ich greife ihn einfach an. Oh, schneller! Ja. Komm, du machst ihn fertig! Yeah, so wird das gemacht. Pretty easy, right, Puffy? Pretty easy. Komm, steig auf, Justin. Oh, verdammt. Schade. Egal. Da sind noch mehr Gegner. Jetzt kommt her, wir machen euch Flambé. Du bist dran. Justin, Su und Fina. Alter, sag mir bitte, dass ich die... Fuck. Oh, ein Punkt hätte gefehlt, weißt du? Ja. Egal. Wetten, jetzt trifft er wieder alle drei Schlangen. Obwohl die eine so ein bisschen weiter weg steht. Weiter. Warum sage ich so oft weiter? Hier, guck mal. Da kann man sogar sehen, an den Sternen, wie gut dieser Angriff ist. Hm. Weiß nicht. Ich setze es jetzt einfach auch mal gegen so eine Schlange ein. Ich denke mal, dann sind die Schlangen weg und dann sind nur noch diese zwei Insekten da. Ja, ich treffe alle drei. Das heißt, die sind eigentlich schon ge-one-hitted sozusagen. Obwohl ich zwei Hits brauche, das macht keinen Sinn. Guck mal, jetzt treffe ich wieder den Einlicht. Das hat was zu bedeuten. Gut. Der ist gestunt, glaube ich, weil er so komisch... weil er Sterne sieht. Schnell, Justin. Der bewegt sich so komisch auf mich zu. Nein, nicht angreifen. Ach, der bewegt sich nur, oder? Ah, nee. Fina wurde erwischt. Dafür kriegst du eine Peitsche. So, jetzt steigt aber Justin auf. Yeah. Das war gut. Das will ich haben. Her damit. Was ist das? Das wissen.
Fortzeit MD. Halt SP während eines Angriffs. What? Mal gucken, ob ich den ausrüsten kann und ob der wirklich so gut ist. Ausrüsten. Weglegen? Nein. Handeln? Weglegen. Meine Attack wird dadurch ein bisschen runtergesenkt. Aber die SP während eines Angriffs, das ist schon nicht schlecht. Ich weiß nicht. Warte mal, habe ich überhaupt anderes Zeug dabei? Nö. Da scheint nichts Gutes dabei zu sein. Mal gucken. Hä, da ist doch das Schälmesser. Ach, wir haben doch eine viel bessere Peitsche, mein Gott. Das habe ich ja ganz vergessen. Und ein Schild können wir ausrüsten. Na gut, dass ich jetzt hier draufgegangen bin. So. Da hinten war, glaube ich, noch ein Gegner, aber wir haben sowieso. Da ist zum Beispiel schon der nächste. Ja. Wir gehen jetzt einfach straight mal zu den Domruinen. Versuchen noch ein paar Gegner platt zu machen. Ah, die stehen ziemlich weit auseinander. Was machen wir da am besten? Einfach mal drauf kloppen, oder? Ja, kloppen wir einfach mal drauf. Komm, hauen wir den einen aufs Maul. Das funktioniert doch wunderbar. Hier mit der neuen Peitsche. Das ist super. Und auch noch eine Stufe rauf. Jetzt kommt nur noch Sue. Ja, das ist perfekt. Das war perfekt. Der Stufenaufstieg hat sich gelohnt. Ich glaube, hier hinten gibt's nicht mehr viel. Ja, ein bisschen Geld. Ich muss mich aber trotzdem nochmal umgucken, Leute. Ich will's wissen. Ob hier noch ein Mana-Ei ist. Ich habe eins gefunden. Mann, das war jetzt gut, dass ich da nochmal zurückgelaufen bin. Ja, das verteilst du einfach mal Auto. Komm her. Die Gegner sind ja jetzt einfach. Die machen wir einfach jedes Mal mit einem Schlag platt. Das ist super. Aber ich habe schon wieder vergessen, nach den Statuswerten zu googeln, was die machen und was man dagegen machen könnte. Eventuell. Ich finde es immer noch ein bisschen blöd, dass Xu erst nach vorne rennen muss, um zu schießen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie so einen Langbogen für Sue. Gibt es das eigentlich auch? Vielleicht findet man noch ein Item, mit dem die Reichweite ein bisschen besser wird. Das verstehe ich jetzt nicht. Die Fertigkeit von Justin, die ist viel höher als die von Fina, und Fina hat die Feuersäule schon. Das ist ein bisschen unfair. Herr Justin ist ja eine Stufe über Fina. Fina war doch viel stärker. Okay, die war auch eine kurze Zeit nicht dabei. Jetzt ist Justin wieder der Mann im Haus. Wo war denn dieser Speicherpunkt? Okay, wir sind in die nächste Ebene gelaufen. Östliche Rangelberge. Hier ist ein Speicherpunkt. Es ist recht sicher hier, wisst ihr? Ich glaube, wir sollten hier unser Nachtlager aufschlagen. Da hat sie nicht Unrecht, wir haben viel gekämpft. Fragen wir mal zu. Geht's dir gut zu? Nach so einer langen Wanderung musst du müde sein. Ach nee, ich bin gar nicht müde.
Wir sind alle Abenteurer, nicht? Sowas ist doch glasklar. Oh, okay. Dann bin ich beruhigt. Wenn ich fragen dürfte, wie habt ihr denn in Palm gelebt? Justin war ein echter Unruhestifter. Eigentlich genau wie jetzt. Fina, wie warst du als Kind? Wie ich? Naja, ich war bei meiner großen Schwester. Sie war sehr gut zu mir. Aber vor 2 Jahren ging sie fort und entschied sich für das Militär. Das ist aber merkwürdig. Als ich euch auf dem Dampfer traf, hatte ich nie gedacht, dass wir so zusammen campen würden. Das kommt nur, weil du mir zuerst nicht viel vertrautest. Ja, aber das auch nur, weil Justin eigentlich noch ein Kind ist. Sie hatte ja keine andere Wahl. Aber inzwischen weiß ich, dass ich mich auf Justin verlassen kann. Denk nur, was er alles getan hat. Na, warum ist der Cursor so schnell? Sagst du, deine Schwester war bei der Garli-Truppen? Wir haben nämlich mehrere weibliche Soldaten gesehen bei den Soldruinen. Ob sie wohl dabei war? Warte mal so, diese Mädels waren alle hässlich und gemein, davon könnte unmöglich eine Finas Schwester sein. Stimmt, die 3 waren echt gemein, aber was ist mit der, die direkt neben der Blonden war? Die war hübsch und ruhig, oh ja. Hey Justin, gehen wir zu den Domruinen, um uns die Artefakte der Angelou anzusehen. Das haben wir doch schon besprochen, unser Ziel ist Alend. Die Domruinen sind nur ein Zwischenstopp. Alend? Von dem hörte ich noch nicht. Ich auch nicht, bis neulich. War es vielleicht die Hauptstadt der Angelou? Lassen wir uns überraschen. Na, ich hoffe jedenfalls, dass es deiner Schwester gut geht. Ja, schätze, danke für die Anteilnahme, Sue. Ja, sie sagt wieder dasselbe. Ich muss mal wieder auf Fina gehen. Aber hinter den Domruinen liegt der Nebelwald und dahinter ist das Ende der Welt. Völlig richtig, aber wo liegt Alend? Um das zu sehen, müssen wir zum Dom. Vielleicht nur zum Ende der Welt. Moment, Justin, keiner ist je vom Nebelwald zurückgekehrt. Du sagtest nur zum Ende der Welt? Fina, das verstehst du doch nicht. Das Wort unmöglich gibt es für Abenteurer nicht. Wir können das. Justin, dein mutiges Gerede spornt mich an. Recht hast du, wir können das. Der Nebelwald und das Ende der Welt sind beide in der Nähe. Es ist also keine große Sache hinzukommen. Zuerst gehen wir zu den Domruinen, dann nach Alend und dann zum Ende der Welt. Ja, sagt auch wieder dasselbe. Ich glaube, wir können jetzt mal langsam auf Justin gehen. Na, ich hoffe jedenfalls, dass es deiner Schwester gut geht. Ach so. Na, die sagt auch dasselbe. Ach, die sagt jetzt was Neues. Wir können jetzt schlafen gehen. Aber das ist schade, dass wir nur einmal Feuersäule einsetzen können. Also, die sollte ich ein bisschen besser sparen. Ich habe prima geschlafen. Ja, die Luft ist so kühl und erfrischend. Guten Morgen, ihr zwei. Was für ein wunderbarer Morgen. Oh, Fina, du warst immer so früh auf. Nun sicher, scheint, dass ihr zwei noch etwas vor euch habt, um Abenteurer zu werden. Au, lass das, Fina. Genau so, als ich dich zum ersten Mal traf. Deckschrubbend auf dem Dampfer. Justin, ich denke, das Glück ist heute auf unserer Seite. Die Luft ist heute früh sehr klar, sodass eine tolle Fernsicht ist. Seht! Seht, dort ist der Nebelwald und das Ende der Welt. Wow, das ist riesig. Das alles ist der Nebelwald? Fina, ich sehe den Nebelwald, aber wo ist das Ende der Welt? Schau weiter hoch, Justin. Hin bis zum Horizont. So eine geile Szene. Guck mal, da oben ist was. Eine Stadt. Das Ende der Welt. Oh wow! Diese große Mauer ist das Ende der Welt?
Richtig, das ist das Ende der Welt. Glaubst du mir also jetzt, das ist das Ende der Welt? Hm. Weiß nicht. Da muss ich näher ran. Das muss ich selbst sehen. Ich bin ja jetzt so aufgeregt. Ich bin ganz sicher, dass Alain dort irgendwo in dem Wald auf uns wartet. Hehe, Justin. Du bist der Erste, den ich kenne, der ganz aufgeregt ist, die Gegend anzusehen. Also los geht's, ey? Sind wir erstmal über die Rangelberge, dann liegen die Domruinen direkt vor uns. Okay, auf geht's. Unser erstes Ziel, die Domruinen. So, da sind wir wieder. Ich würde sagen, ich speichere jetzt erstmal und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.